Stört uns das beim Andocken? Ich denke nicht. So. Zack, zack, zack. Wir haben Manöverdüsen. Wir haben... Solarpanels. Wir bräuchten noch ein bisschen Essen, fällt mir gerade ein, ne? Das wollten wir ja mitnehmen. Aber wir müssen es nicht übertreiben, glaube ich. Ich glaube, wir bauen uns hier einfach ein paar Päckchen Live-Support an. Obwohl, das kann man auch alles einfacher haben, ne? So müsste das lang genug reichen und wir können noch ein bisschen was abliefern. So, sehr schön. So, das ist das Moon Space Station Crew Rotation. Gott. Fast unkomplizierter Name, aber nur fast. Gespeichert. So. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Sollten wir am besten auch noch in Moonspace Session Crew Rotation. MSSCR, genau, die MSSCR Kerbin. Klingt schon fast wieder cool am Ende des Tages. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ein Payload Fairing haben, was irgendwie mitspielt. Auf der Größe. Lässt sich natürlich nicht scalen, aber ich teste mal kurz, ob ich so breit werden kann. Ja, das geht. Also Fairing bauen ist kein Stress. Da muss man nur noch einen Decoupler dazwischen packen. Na gut, so groß muss ja nicht sein. Zack. So. Können wir hier nämlich schon mal zubauen. Wie viel Battery Charge hat die Kapsel? Die Kapsel hat 400. Das sollte reichen für unsere Zwecke. Wir haben immer so 15 Tage Toleranz. Also alles gut. Schwupp, ne? Schwupp. Achso, vielleicht starten wir kurz noch, bevor wir das machen. Autostrat. Und einmal Autostrat. So, jetzt aber. Build Fairing. Einmal zu damit. So, dann haben wir hier eine geschmeidige Last von 26 Tonnen. Keine Solarpaneele, doch, da sind Solarpaneele dran. Die habe ich da oben hingebaut, zwei Stück. Also, alles gut. Und Nachtdocking, die Station hat ausreichend Beleuchtung, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich kann euch gerne, weil ihr seid, einen Scheinwerfer ansetzen. Hier habe ich aber auch die Möglichkeit nachzusteuern. Mhm. Indicator Lights. Was will ich alles haben? So, Light. Was haben wir denn an Lichtern? Der alte Klassiker. Zwei Lampen. So müsste das tun. Und hat auch direkt ein Gesicht bekommen. Sehr schön. So, dann Rakete. Also, der Punkt ist, wir wollen ja potenziell gucken, dass wir Kram abliefern können. Da muss ich jetzt mal schauen, ob wir das so hinbekommen. Muss ein Probe, ja, ich brauche einen Probe Core da drin. Hilft nichts. Weil das wäre ja dann quasi autark fliegend. Oh, und das muss auch nochmal gedecoupled werden können. Weil das quasi zwei Raketen in einer sind. Es wird schon wieder sehr experimentell. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir gucken mal. So. Close. So, dann brauchen wir einen Tank, um das Ding zu landen. Den würde ich jetzt mal grob so ansetzen.
Und ein paar Triebwerke, mit denen wir das tun können. Haben wir schon irgendwas Kleineres für die Seite? Es muss ja nicht gleich diese Riesendinger sein. Nicht wirklich, ne? Läuft wohl auf die Riesendinger hinaus. Oh, die wiegen aber so viel, ne? Zack, drei davon müssten eigentlich ausreichend sein. So. Können wir das damit absetzen? Ah, wartet mal, muss ich das andersrum konzipieren? Lass mich mal überlegen. Ich will das Ding ja loswerden können. Nee, den Probe Core brauche ich aber nicht, weil wenn es einmal steht, kann ich es verbinden. Das ist in Ordnung. Okay, alles gut. Genau, das ist meine Landeeinheit. Dann brauche ich was zum Aufbewahren. Logistik klingt vielversprechend. Der Flat Tank. Und da hatten wir ja gesagt, wir wollen mal ein Warehouse mitnehmen, dass wir mal ein paar Sachen mehr machen können. So, und darunter kommt als Landing Leg der Kram hier. Also ich würde es jetzt relativ simpel halten, wenn ihr da keine Probleme mit habt, weil... Weil... uns, dass das Leben dann etwas leichter macht. Aber das sieht knapp aus, ne? Das funktioniert von den Triebwerken her. Nicht, dass ich mich da wieder selbst ins Bockshorn jage. Aber eigentlich... eigentlich müsste es funktionieren. Ah, doch, das muss hinhauen. Ich lasse die gleich ein bisschen nach außen zeigen, ne? Ich rotate die ein kleines bisschen. Damit wir auf keinen Fall irgendwie den Abgasstrahl in unsere Ausrüstung reinballern. Das wäre ein bisschen ungünstig. So. Guck mal, so zeigen die schön ein bisschen nach außen. Da sollte eigentlich nichts passieren. So, jetzt müssen wir da noch einmal einfach nur der Form halber einen Reaction Wheel in groß dazwischen schrauben, damit wir das sauber haben. So, und damit müsste das eigentlich tun. Steuerdüsen eigentlich eher nicht. Also das Ding hier kann ganz gut arbeiten. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind ein paar Solarpaneele, dass wir da auf keinen Fall trocken laufen unterwegs. Die machen wir einfach. Hallo? Ich habe dorthin geklickt und dann will ich da anklicken. So. Zack, dann haben wir das so ein bisschen seitenversetzt zu den Antrieben. Und last but not least brauchen wir natürlich noch eine Antenne, damit das Ding irgendwie funken kann. Und die machen wir am besten so hin, würde ich mal sagen. So. Zack. Dann können wir mit der nämlich eine Funkverbindung halten, während wir unser Landemanöver durchziehen. So, so, der ganze Spaß, der wird dann noch gestruttet. Aber jetzt müssen wir mal einmal noch gucken, dass wir die entsprechenden Sachen mitnehmen. Wir wollten nämlich Specialized Parts, hieß das. Ha. So, einmal Specialized Parts. Dann einmal. Wie hieß das? Material Kits, ne? Ich glaube, es hieß Material Kits. Damit wir die mal speichern können. Sehr schön. Ja, und dann können wir noch irgendwas anderes. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht verkürzen wir auch einfach das Ding, dass es nicht so schwer wird. Ist auch einfacher dann, ne?
Fällt euch irgendwas ein, was wir noch brauchen? Ich kann es ja auch jederzeit umstellen, ne? Das ging ja einfach so. Okay. So, ich nehme jetzt mal Specialized Parts. Was wiegt der Spaß? Oh, ist gar nicht so leicht. Tausender mit. 1350. Dann können wir hoffentlich ein paar Sachen umstellen. Obwohl, wir können es auch voll machen, ne? So. Und Rebelex, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Carbonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, zack, zack. Das sollte alles passen. Machinery hatten wir aber eigentlich noch genug. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon mitnehmen müssen. Ging mir eher darum, was man da speichert. Das können wir aber oben umstellen. Also ich würde jetzt tatsächlich nur die Specialized Parts mitnehmen und Material Kits leer lassen auch. Und das können wir irgendwann noch umstellen. Alles gut. So, und das wird dann halt verbunden mit dem anderen Kram. Mehr Zauber würde ich da jetzt gar nicht betreiben. So, und das Ganze wird natürlich geautostruttet noch, damit hier keine schlimmen Sachen passieren. Und hier nichts in der Gegend rumschlackert. So. Sehr gut. Gut, dann müssen wir das jetzt eigentlich nur noch in eine Mondumlaufbahn geschoben bekommen. Ha, nichts leichter als das, werdet ihr sicherlich alle sagen. Und ich sage das auch. Dafür benötigen wir aller Voraussicht nach einen Decoupler, weil ich mich davon auch irgendwann. Einen kleineren Decoupler. Zack. So. Und einen Adapter, damit das wieder passt. So. Und ich würde jetzt sagen, wir nehmen mal den guten alten roten Tank. Wir werden da nämlich ein bisschen Schubkraft brauchen und versuchen das mal zu kombinieren mit einem Pudel-Engine. So, wenn wir den jetzt haben, haben wir 1300 Delta V auf dieser Stufe. Das reicht, um uns zum Mond rauszubringen und in den Orbit einzuschwenken. Das heißt, wir müssen das jetzt nur noch in den Orbit hochbekommen und dann ist eigentlich alles gut. So einfach. Ich glaube, wir können ein bisschen deeskalieren. Ich glaube, das ist ein bisschen viel des Guten. Ich sehe schon wieder Yin um die Ecke kommen mit. Wo willst du denn schon wieder hin? Lass mal so tun. 750 ist ein bisschen wenig. Machen wir mal so einen halben noch dazwischen. Zack. 1058. Jawohl. So. Noch Material für die Module, die schon da sind. Extend. Ich weiß nicht, was du genau meinst. Und Licht ist dran. So. Das ist die reine Schieberakete. Das sollte alles soweit passen. Und natürlich schon mal Autostrutten. So, und dann kommt jetzt die Wir müssen in den Orbit kommen Sektion. Wird schon wieder ein bisschen groß, ne? Naja, irgendwas ist ja immer. So, zack. Ich würde mal auf das da spekulieren. Und das Ganze mit einem wunderschönen Mainsail unterstützt. Dann haben wir schon mal 1164 Delta Vs. So, ich glaube, heute müssen wir leider mal ein bisschen größer gehen, um das Ding auch wirklich hochzubekommen. Also, Thrust-Weight-Ratio ist ohne Atmosphäre schon mal in Ordnung. Mit Atmosphäre wird es nicht mehr so gut aussehen. Fehlt da nicht immer was zum Aufpusten zum Beispiel? Ne? Das Aufpusten ist eigentlich alles durch. Das habe ich erledigt. Das waren ja die Material Kits und so. Und die möchten wir zurückgewinnen aus den Schrottteilen. Und dafür kommt jetzt der leere Material Kits Container mit. Nee, wie ist das? Machinery? Ach, was weiß ich. Ich habe auf jeden Fall das Zeug zum Aufblasen ist alles durch. Das ist erledigt. So. Zack. Oh, das wird ein teurer Spaß. Aber hey, wir erledigen mehrere Missionen mit einer Mission und wir kriegen dafür auch 180.000 und wahrscheinlich auf jeden Fall noch was durch unsere Strategie. So. Zack. Zack, 3600. Ja, um und bei. Machen wir gleich noch ein paar Booster ran und dann geht das eigentlich. So, jetzt ein bisschen Steuerfläche, damit wir das Zeug auch in den Orbit hochbekommen.
Zack. Sehr schön. Und dann Booster. Da werden wir die hier nehmen, glaube ich. Dann können wir gleich mal gucken, wie es aussieht mit unserer Trust-Weight-Ratio. Die sollte dann aber okay sein. So, wir zünden alles gleichzeitig. Inklusive dem großen Triebwerk. Und damit haben wir am Anfang eine 1,32er Trust-Weight. Das sieht gut aus. Das sieht relativ gut aus. Dann hauen wir die Booster weg. Dann hauen wir irgendwann die Seitendinger weg. Jawohl, dann geht irgendwann die Stufe hier an. Das ist dann der Transfer rüber zum Moon. Dann können wir hier irgendwann abtrennen. Das machen wir wahrscheinlich eh manuell. Fairing auf dürfte irgendwo... Ich mach's mal hier hin. So, wir müssen das Fairing nochmal einstellen. Ich hätte gerne 4 Seiten mit einer 300er Ejection Force um und bei und ein Clamshell Deploy. So. So, ich muss mal kurz einen Schluck Tee nehmen. Das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Ansonsten wird es ein sehr teurer Fehlschlag. Aber ich bin da eigentlich ganz unbesorgt. So, jetzt lass uns mal gucken. Wir haben... Das so alles durchzünden. 3300. Das sieht ein bisschen knapp aus, ehrlich gesagt. Bin mir nicht sicher, ob er das so... Zack. Ach so, ich bin im Atmospheric, ja. 3,6. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Meine Befürchtung wäre, dass wir ein bisschen zu kurz kommen. Dann müssen wir uns Treibstoff hin und her schieben. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wie es funktioniert. Aber 3,6 ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das sollte halbwegs in den Orbit reichen. Wenn nicht, geben wir uns den letzten Schubser halt mit dieser Stufe hier. Die hat dann zwar keine besonders hohe Trust-Weight, aber wir werden nicht mehr viel brauchen. Gut, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen ja noch irgendwo hinkommen. Lasst uns das Ganze mit einer Startvorrichtung versehen und dann suchen wir uns ein paar Opfer, Freiwillige, meine ich natürlich, die gerne auf der Moon Space Station dienen wollen. Ich habe leider nicht mitbekommen, ob da irgendjemand sich freiwillig gemeldet hat. Es wirkte nicht so. Ich guck mal, wen ich freiwillig mache. Also... Wir brauchen auf jeden Fall einen Piloten, der dahin fliegt. Ja gut, Luis ist ja unser designierter Mondpilot, der hat das ja schon 1000 Mal gemacht. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Engineer und so wie ich das sehe, haben wir da den Neo oder den Theo. Haha. Oder Hiel. Hiel kriegt aber noch keinen Einsatz, bis Hiel umbenannt ist. Neo oder den Theo? Ist einer von euch beiden da? Den Neo habe ich heute schon gesehen. Neo, Bock auf einen kleinen Aufenthalt auf der Mondraumstation? So als kleines Zwischentraining? Was hältst du davon? Ich weiß, das ist nicht deine... deine designierte Richtung. Mal gucken, wenn er sich nicht gleich meldet. Zwiro, hast du denn schon einen Kerbel, der hier irgendwo in der Liste rumgeistert? Ich weiß nicht, wie eure Kerbels alle heißen. Ansonsten würde ich tendenziell, ich glaube mal, den Zambier ausleihen. Ah, das ist Neo, wie ich ihn kenne. Kommt gerade erst vom Mond, aber wäre einsatzbereit. Ah, komm Neo, ist nur eine kleine Runde. Ist nur eine kleine Runde. Und dann nehmen wir doch einfach noch den Zambier mit, damit der die... als Biologe müsste er theoretisch. Ah, reicht uns das? Also, wir nehmen mal noch einen Wissenschaftler mit. Haben wir auch nicht so richtig viel Auswahl, ne? Der Ladengu könnte raus. Oder der Marius. Ich nehme mal den Marius heute mit. So, und dann nehmen wir noch einen Biologen mit und da ist momentan nur... Swift in Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Zwiro, danke für dein Abo und weiterhin viel Spaß beim Zugucken. Und ich würde sagen, wir nehmen den Zambier mit, damit er das Labor betreiben kann. Also hier dieses, nicht das Labor, sondern das Grünlabor, das Grünhaus. Damit wir ein bisschen zu essen haben unterwegs. Und dann sollte er die vier Leute eigentlich ganz gut versorgen können. Dann können wir uns nämlich diese Riesenversorgungsmission sparen. So, gespeichert. Und jetzt können eigentlich nur zwei Dinge passieren. Ich habe irgendwas vergessen zu autostraten. Autostrut all the things. So. Das autostraten wir nochmal zum Root-Part. Dann sollte das relativ stabil sein. Das hier autostraten wir auch zum Root-Part. Dann haben wir so eine Strut quasi durchgezogen. Ja, dann gibt Nero noch eine Dame an die Seite. Das wäre natürlich eine Überlegung wert. Haben wir denn eine Dame da? Nuffi! Ruffi? Ruffi, nicht Nuffi. Ruffi, Ruffi. Vielen lieben Dank fürs Follow. Haben wir denn. Ja, wir haben eine Geologin da. Das macht aber nicht so viel Sinn. Sieht nicht so gut aus, unsere Frauenquote. Wir können natürlich mal Folgendes tun. Dann hat die auch mal was zu tun. Kommt, wir nehmen mal Valentina. Die kann mal als weibliche moralische Unterstützung mitfliegen. Dann kommt die auch mal raus. Die war auch noch nicht so viel unterwegs, ehrlich gesagt. So, und dann würde ich sagen, fliegen wir das Ding mal zum Mond. Oder stürzen glorreich ab. Mal gucken. So. Ab dafür auf Launchpad. Ich habe bestimmt irgendwas ganz Fürchterliches vergessen. Wir haben Solarpanels. Wir haben Funk. Wir haben Leute in der Kapsel sitzen. Wir haben Essen. Wir haben Fallschirm dran. Eigentlich ist alles super. Trotzdem werde ich das ungute Gefühl nicht los, dass irgendwas nicht stimmt. Mal gucken. Irgendwas wird ja sein. Wird auf jeden Fall ein lustiger Start. Verglichen mit RSS wird es wahrscheinlich immer noch sehr leise und angenehm. Oh, mit Nachtstart heute. Aber ihr seht ja was, oder? Alles gut. Können wir uns mal ein bisschen heller stellen. So. Aber das müsste gehen, ne? Zack. So, Ambient Lighting ist an. SRS ist an. Schub ist volles Matt. Alle haben noch keine Helme auf, weil sie sicher sind, dass Valentina das schon irgendwie hinbekommen wird. Und ich würde sagen, wir zünden unser Raumschiff und fliegen los in Richtung Moon. Ich hoffe, das geht gut. Auf jeden Fall leckt es wie die Hölle. Okay, geradeaus fliegen geht schon mal. Ich hoffe, diese aerodynamische Ausgeburt der Hölle wird irgendwie funktionieren. So, wir werden uns gleich von unseren Solid Boostern verabschieden. Das ist die erste kleine Einschränkung im Vorwärtsschub. Solid Booster sind durch und Solid Booster sind raus. Sehr gut. Bis hierhin alles nominal. Wir kriegen auch nicht zu viel Geschwindigkeit drauf. Das sieht alles sehr gut aus. Valentina hat das völlig im Griff. Es hat noch nicht mal irgendjemand einen Helm aufgesetzt. Also alle fühlen sich scheinbar sehr, sehr sicher bei der Nummer. Ist ja gut. Wenn ihr euch sicher fühlt, fühle ich mich auch sicher. So. Also dafür, dass es so ein riesen Knallbonbon ist, ist es bisher ganz okay. Aber wir sind auch bei Weitem noch nicht bei Maximum Dynamic Pressure angekommen. Also da geht noch ein bisschen was. Oh, kleine Clusterbombe aufs Launchpad runter. So, ich würde jetzt mal sagen, wir machen einfach mal Valentina Prograde, damit hier so nach und nach ein Gravity Turn entsteht. Dann kann Valentina das nämlich machen. Denn unsere Thrust-Weight-Ratio mit 1,7 sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir einen relativ schicken Gravity Turn von alleine hinbekommen sollten, der hoffentlich nicht in einem Flip endet, denn wir müssten uns ja jetzt sehr, sehr geschmeidig und langsam durchdrehen und dabei dann auch aus der Atmosphäre langsam rauskommen. Das sieht ganz gut aus hier oben. Also bisher alles in Ordnung. Spannend wird es jetzt natürlich nochmal, wenn wir die Kategorie hier abschmeißen. Ich hoffe, bis dahin sind wir aus dem Schlimmsten raus, was die Atmosphäre angeht. Dann haben wir nämlich ein bisschen weniger Kontrolle, weil wir das nur noch auf einem Triebwerk abfeiern. Aber bisher sehr gediegener Aufstieg, sehr entspannt. Hat die Mondlandesektion eine Antenne? Natürlich hat die Mondlandesektion eine Antenne. Die hat hier irgendwo. Da hat sie eine Antenne. Also, daran habe ich gedacht. Wenn ich ansonsten nichts denke, daran habe ich gedacht. Okay, ich übernehme jetzt mal von Valentina die Kontrolle zurück und gehe ein bisschen flacher. Wir sind nämlich schon relativ hoch. So. Das sieht aber ganz gut aus.
Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir nicht zu steil rausgehen. Gut. Ich ziehe jetzt mal die Nase runter. Denn höhentechnisch haben wir es eigentlich. So, jetzt trennen wir uns von unseren anderen Triebwerken und... Oh, das wäre beinahe schiefgegangen, weil ich die Nase hochziehen wollte. So. Ich glaube, wir können jetzt mal ganz kurz das aus. Fairing auf und Vollschub. Los geht's, ab in Richtung Orbit. Okay, sieht gut aus. Wir haben knappe 1000 Delta V in der Stufe drin, nicht mehr ganz. Das sollte reichen, um uns eigentlich in den Orbit hochzuzimmern. Wir können aber auch einfach mal kurz den guten alten Coast machen. Ich mache ihn sonst nicht so oft. So, jetzt nur mal schnell. So notdürftig ein bisschen Solarpaneele raus. Das Gröbste haben. So. Und dann coasten wir mal an die 104 Kilometer ran. Und machen das auf der Apur. Weil wir sind relativ knapp, was den Treibstoff angeht. Deshalb versuche ich ihn dann mal relativ effizient einzusetzen. Und wir gucken mal, dass wir das ungefähr auf der Apoapsis machen. Es wird nicht ganz reichen. Wir werden ein bisschen was von der Transferstufe verballern müssen, aller Voraussicht nach. Aber es ist good enough. Good enough. Ach, das muss so knapp sein. Das ist alles publikumswirksam. So. Gut, jetzt ist natürlich hier die Stufe ist natürlich so ein bisschen auf Verdacht gebaut. Ne? Wir müssen mal gucken. Ich hoffe, die hat dann überhaupt genug Stoff, um am Mond irgendwelche Bremsmanöver hinzulegen. Wenn nicht, klauen wir uns hier draußen ein bisschen Sprit. Das Ding können wir an der Raumstation nachbetanken. So. Komm, hoch das Näschen. Hoch das Näschen. Nicht mehr viel, dann sind wir auf Orbitgeschwindigkeit. Nicht mehr besonders viel. Oh, Valentina, man hört sie funken, hat das alles im Griff. So, wir machen mal Licht an, dann müssen wir nicht so im Dunkeln sitzen. So, die letzten paar hundert Kilometer von der Periapsis, damit es ein Orbit wird. Und jetzt gehen wir auf unsere Transferstufe und machen damit den lächerlichen Rest. Das ist aber gar nicht mehr viel. Okay, also wir verschwenden jetzt ein bisschen was von unserem Transfersprit zum Mond. Wir haben da allerdings auch ein bisschen Reserve. Von daher bin ich da ganz unbesorgt, dass wir trotzdem zum Mond hinkommen. So, mit O und ohne H. Also, wir sind gleich im Orbit angekommen. Dann gibt es erstmal ein kleines bisschen Kohle dafür, dass wir den Orbit geschafft haben. Und dann haben wir noch ungefähr, ich würde mal schätzen, 900 Delta V für den Transfer zum Mond. Das sollte gerade so hinhauen. Das Einbremsen wird es wohl nicht mehr werden. Vermutlich. So, jetzt aber flach gehen. So. Und wir haben einen Orbit geschafft. 100.000 gab es schon mal zurück von der Rakete für Massive Scale Launches. Das ist doch schon mal viel wert. So, jetzt zirkularisieren wir das noch ungefähr. Und aus. Okay, also schöner Zirkularorbit. Und jetzt nehmen wir mal Kurs in Richtung Mond. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir auch in die Richtung reinkommen, wie die Raumstation rotiert. Weil es gäbe jetzt nichts Peinlicheres, als an der Raumstation quasi entgegengesetzt vorbeizukommen. Das würde echt viel Sprit kosten. Deshalb erstmal Ziel setzen. Grob über den Daumen peilen. Hier so. Und Gas geben. Oh ja, fast. Oh Gott, ich habe den Mond nicht getroffen. Wie peinlich ist das denn? So, jetzt gucken wir uns das aber mal am Mond an. Also, unser eigentliches Ziel ist ja die Raumstation, die hier kreist. So, die gute Nachricht ist schon mal, wir kommen auf der richtigen Seite rein.
Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir auch nicht unnötig ausschweifend unterwegs sind.